Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Armin Laschet von der ARD im Comedy-Format Extra 3 vollkommen entstellt wird. Zufällig habe ich beim Abendessen einmal reingeguckt und mir fielen die Kinnladen herunter, obwohl ich einiges gewohnt bin. Im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Im Ranking der beliebtesten Politiker ist Laschet inzwischen auf Platz 6. Das ist auch nicht besonders gut für einen Kanzlerkandidaten. Ich habe das Gefühl, vor allem junge Menschen spricht er mit seinem Wischiwaschi nicht an. Oder doch? Und jetzt Crazy People, die verrücktesten Leute der Welt. Heute eine junge Frau, die Armin Laschet wählen will. Crazy! Hey, ich bin die Jackie Brigitte und ich finde den Armin Laschet voll gut. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier. Na, 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 na. Crazy, aber warum Laschet? Er hat halt diese total unverkrampfte Visionslosigkeit und reagiert auf Krisen voll spontan. Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema, ich glaube, sehr mit Greta verbunden, plötzlich ein weltweites Thema geworden, für dieses große Projekt, ein klimaneutrales Deutschland zu kämpfen. Das ist CDU. Diese lockere Flexibilität, da finde ich mich voll wieder. Sie machen also auch mal Hü, mal Hot? Ja, definitiv. Oder besser gesagt meistens, beziehungsweise auf gar keinen Fall. Oder halt doch. Und überhaupt, wieso eigentlich nur Hü oder Hot? Es gibt doch beim Dressurreiten noch diesen Seitwärtsschritt so. Aber gerade Sie als junger Mensch, was fasziniert Sie an einem wie Laschet? Dieses Halbherzige, ich liebe das. Immer unentschlossen, immer kompromissbereit. Das ist so geil retro. Politik muss immer die Dinge im Gleichgewicht halten. Genau. Corona-Maßnahmen, aber auch öffnen. Klimaschutz, aber ohne Flugverbot und Tempolimit. Und so bin ich halt auch. Oh, okay. Crazy. Moment mal, was ist da denn los? Oh, jetzt brennt wohl meine Küche. Das ist natürlich nicht ganz ideal. Aber warum löschen Sie dann nicht? Oder rufen die Feuerwehr? Ja, mache ich, wenn es soweit ist. Aber wichtig wird sein, erst einmal die spezielle Situation wahrzunehmen. Genau, da muss man ja erstmal die wirtschaftlichen Konsequenzen abwägen. Wir müssen Klimapolitik vereinbaren mit dem Kampf für Arbeitsplätze in unserem Land. Ja, ja, also wenn ich selber lösche, gefährdet das Arbeitsplätze bei der Feuerwehr. Und wenn ich jetzt aber sofort die Feuerwehr rufe und die löscht alles ganz schnell, dann brauche ich vielleicht gar keine neue Küche. Und das ist schlecht für die deutsche Küchenbauindustrie. Da habe ich ja als Besitzerin einer brennenden Küche auch eine soziale Verantwortung. Crazy! Jackie Brigitte hat sogar einen Fanclub gegründet. Junge Leute für Laschet. Lange war sie das einzige Mitglied. Doch dann ist endlich jemand beigetreten. Ihre Oma. Junge Leute für Baerbock. Oma! Laschet. Crazy. Es sieht zunächst nach belangloser Comedy aus. Aber dann geschieht etwas, was ich bisher nur bei der AfD gesehen habe. Laschet wird als Populist geframed. Als Populist. Als vollkommen integritätslos. Als jemand, der kein Gewissen hat. Jemand, der die Erde verbrennen lässt und dem das nichts ausmacht. Dem das alles egal ist. Und natürlich der NDR... Extra 3 versteckt sich dahinter, dass das ja Comedy ist, aber die Botschaft ist vollkommen klar. Es kommt die Klimakatastrophe und Armin Laschet macht nichts dagegen. Er macht irgendwelche faulen Kompromisse, weil er zu faul ist, weil er es der Wirtschaft recht machen will. Er ist faul, er hat keine Integrität, ihm geht es nur ums Geld und billig um Wählerstimmen. Genau das gleiche wie bei der AfD. Und das ist kein Einzelfall. Es war schon letztes Jahr auffällig, dass Armin Laschet im Sommer niedergeschrieben wurde. Welche Gründe hatte das wahrscheinlich? Man muss wissen, dass Armin Laschet die Heinsberg-Studie ermöglicht hat, die der Corona-Panik einigen Wind aus den Segeln genommen hat. Und Armin Laschet war es, der eigentlich eher moderat war, was Corona anging, der nicht unbedingt die härtesten Maßnahmen wollte. Er wurde dann in einer Art und Weise als führungsschwach und überhaupt schlecht dargestellt, dass er sich fast nicht mehr davon erholt hat. Er fast nicht mehr zum CDU-Vorsitzenden gewählt wurde, weil er so ein schlechtes Image hatte. Armin Laschet ist aus meiner Sicht ein Politiker, der die Zustände von früher haben will. Die AfD soll weggemessert werden, wie früher die Republikaner weggemessert wurden.
Es darf sozusagen rechts von der CDU darf es nichts geben, aber dann soll eigentlich alles ungefähr normal laufen. Natürlich war es so, dass Armin Laschet bei der Flüchtlingskrise, dass er sehr hinter Merkel gestanden hat und dass er natürlich bereit ist, Interessen zu bedienen. Also in dem Fall die Immobilienlobby sehr wahrscheinlich. Die ganzen Leute verstehen nicht, dass eine positive Medienberichterstattung sehr wahrscheinlich einen Preis hat, den diese Leute denjenigen indirekt bezahlen. Aus meiner Sicht kann man aber die Medienlandschaft nicht verallgemeinern. In die Öffentlich-Rechtlichen sind, jedenfalls aus meiner Sicht, so wie ich das wahrnehme, immer mehr Extremisten eingesickert mit der Zeit. Wie wird jetzt vorgegangen? Es sollen immer Ausnahmesituationen geschaffen werden. Sowohl beim Klima oder jetzt neu bei Corona. Und diese Ausnahmesituationen ermöglichen dann einen Ausweg aus der Demokratie. Diese Leute haben bemerkt, dass die Demokratie so nicht abschaffbar ist. Aber indem man eine Katastrophensituation schafft, wie mit dem Klima oder mit Corona, plötzlich muss es ganz spezielle Maßnahmen geben. Und die Leute gewöhnen sich dann daran. Und es zeigt sich, dass man diesen Leuten nur den Wind aus den Segeln nehmen kann, indem man dem Klimakatastrophen-Narrativ fundamental widerspricht. Und nicht nur sagt, wir sind jetzt die Einzigen, die es so machen, die ganze Welt macht es nicht so hart, also lasst uns doch auch nicht hier einen Sonderweg gehen. Aus meiner Sicht ist das nicht überzeugend genug, sondern das Klimakatastrophen-Narrativ muss selbst angegriffen werden. Das ist aber nicht leicht, weil es sind Wissenschaftler, die sagen, es kommt die Klimakatastrophe. Und dann kann ich ja als Laie nicht hergehen und sagen, nö, ich bin anderer Meinung, es gibt keine Klimakatastrophe. Dann wirkt man immer unseriös. Das Problem ist, dass die Leute diesen Wissenschaftlern, oder es sind Wissenschaftler, nicht nur in Anführungszeichen, Glauben schenken. Und ich persönlich schenke diesen Leuten keinen Glauben. Nicht, weil ich denke, dass diese Leute nicht kompetent sind. Diese Leute sind kompetent, aber sie sind aus meiner Sicht, sie täuschen. Sie sagen nicht die Wahrheit. Sie sagen nicht das, was sie wirklich denken. Und jetzt sagt dann der normale Mensch, wenn man sowas einfach behauptet, ja, das ist doch bescheuert. Warum sollen die lügen? Du musst doch da irgendeinen Beweis haben. Und genau diese Hinweise oder auch Beweise gibt es. Die gibt es zahlreich. Dass der IPCC nicht glaubwürdig ist, dafür gibt es zahlreiche Hinweise. Und wenn man diese Hinweise den Leuten schildert, dann kann man sie davon überzeugen, dass diese Wissenschaftler, dass sie nicht redlich sind. Und dann glauben die Leute ihnen nicht mehr. Ich habe in dem hier verlinkten Video ab Minute 15:45 das relativ ausführlich geschildert. Es ist mir persönlich wichtig und ich hatte mir erhofft, dass das Video stärker verbreitet wird. Im Anschluss habe ich noch ein Interview mit Professor Gerhard Gerlich angehängt. Das ist ein theoretischer Physiker. Die Leute verstehen auch nicht, dass diese Vorgänge in der Atmosphäre, dass es Physik ist, dass die theoretische Physik dafür zuständig ist. Das schildert alles Gerlich in dem Interview, das aus meiner Sicht eigentlich jeder gesehen haben muss. Deswegen hier, guckt gerne dieses Video. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.